Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Scheint so. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Also für mich sah es wie meine Oma aus. Nur mit großer schlechter Laune. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Wie gesagt, das Ding sah aus wie meine Oma. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Naja, okay, wenn es so meinst. Ja, die Sachen anlegen. Jo. Das einmal, das einmal. Und das einmal. Oh, warte mal. Du kannst meine Sachen haben. Hier. Das, das. So. Bitteschön. Jo, da haben wir den Kerl. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Kann das sein, dass er dick ist? Oder macht das nur die Rüstung? Oh, warte mal. Vielleicht machen wir mal kurz nackig, um zu gucken. Nein. Tatsache. Das macht die Rüstung. Oh. Kommt schon, Soldaten. Geht weiter. Entdeckung. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Okay. Einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Dann gucken wir mal nach, ob einer von denen das hat, was wir suchen. Nehmen wir mal mit. Und den nehmen wir auch mal. Und dann nichts wie raus. Jupp. Gut. Gut, 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 gut. Ich bin dafür. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Ja, dann komm mit. Ja, komm. Put, 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 put. So, dann... Wow! 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 Drecksvieh! Das ist aber hartnäckiges Vieh. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Merk ich. Schnappt euch alles, was wichtig ist. Und ihr weiserliche Hunde! Die Gefangenen entkommen! So, den machen wir auch mal einen Kopf kürzer. Yes. Ah, wie schön. Seht nach, ob ihr der hat nix. Zaubertränke finden könnt. Der hat auch nix. Gut, dann gehen wir mal hier in den Third-Person-Modus und wir nehmen mal das mit, was wir brauchen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Kann ich mal gleich wieder zurücktun. Ah, hier. Heiltränke. Öffnen wir mal einen Schrank. Oh, Gold haben wir da. Einen Gusseisentopf kannst du wieder haben. Das war wieder großer Sack mit Salz. Nehmen wir mal mit. Kartoffeln. Oder waren das Karotten? Ich glaube. Na. Doch, Kartoffeln. Was? Hier sind Pfeile. Eisenpfeile. Okay, nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Und das, was da drin ist, ist auch wichtig. Okay, das haben wir jetzt alles. An diesen Ort kannst du nicht warten. Na super. Gut, dann brauchen wir nicht unbedingt zu warten, aber wir schmeißen mal die Körbe weg. Die brauchen wir ja nicht. Fertig? Jupp. Dann gehen wir weiter. Guter Plan, Alter. Schnell weiter, weiter. Beim Blut eines Trolls. Es ist eine Folter. Hört ihr das? Komm schon. War Jarl Ulfric bei euch? Nein. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Na super. Wartet einen Moment. Können wir gebrauchen. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Gut, dann... Nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir auch mit. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Kein Problem, machen wir mal. Nein. Und warum habe ich so viel davon? Was Nützliches und dann los.
Okay, was nehmen wir denn mit? Gold, das brauchen wir mal und das. Dankeschön, Kollege. Gut, dann können wir uns nochmal kurz umziehen. Wir nehmen die Kapuze, ein Schild und fertig. Ich glaube, das wird erstmal reichen. So, erstmal schnell laufen, 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 laufen. Ich will vorher da sein. Jo. Der Befehl lautet zu warten, bis General... Oh, warte, oh, warte. Das ist die... Hui, hui. Ja, jetzt kam ein Piepsen und ein Muten. Ich musste kurz niesen. Ich werde sicher nicht ab... Hey, du! Hey, das war nicht nett! Ich würde gerne meinen Lieblings... Okay, los geht's! Und tot. Okay, haben wir da noch was? Eisenpfeile nehmen wir mal mit, so wie einen Langbogen. Gut, das wär's dann. Ja, einige sehen schon, ich habe einen Blutmod drin. Durch den Blutmod wirkt es schon regelrecht authentischer als das Blutlose. Das ist schon echt klasse, ne? So, wir sind in einer Höhle und wir kommen nicht zurück. Ja. Scheint so. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen. Na, herzlichen Glückstrumpf. So, wir sehen uns hier noch einmal ein bisschen um, um zu gucken, ob hier noch was liegt. Ich gehe mal wieder ja, hierbei. So, was haben wir da? Wir haben hier Gold und Zaubertrank. Ein Skelett, was leer ist und... Wow, warte, 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 warte. Ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Warte auf mich. Da bin ich. So. Hm, da ist noch mehr Gold. Da fällt mir ein, ich habe ja ein Zauberbuch umgefunden. Mal gucken. Drachenblut und Funken ist das. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Na toll. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Scheint so. Aber es ist auch egal. Ja, dieser Blutmord geht nach einiger Zeit, also Blut wird nach einiger Zeit dann halt wieder weggehen. Gut. Scheiß Spinnen! Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese verdammten Biester. Nicht nur du. Haben viel zu viele Augen. Stimmt. Naja, und die sind äußerst giftig und nervtötend. So, was haben wir denn hier? Ah. Alto, wie? Wow, 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 wow. Sieht so aus, als würde der Drache oben ganz schön Rambazamba machen. Vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Was, wo? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Keine schlechte Idee. Langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Nee, danke. Ich folge und gebe euch Deckung. Im Moment schläft sie. Fast da. Ja. Uff. Das war knapp. Kann man wohl sagen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja, Gott sei Dank nach draußen. Oh, oh ist das furchtbar. Ja, oh, ist mal ein Schluck drauf. Wow. Erstmal gestärkt und dann weiter.
Ehrlich, das ist eine echte Katastrophe. Da macht man schon Urlaub und jetzt das. Wow, das ist... Oh, fuck. Wartet! Wer ist er? Und schon ist er wieder weg. Ja. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir Hoffentlich. Wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Gut, machen wir. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Danke. Und ja, es ist ziemlich viel Geröll hier. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Schau mal, darüber nachgedacht, dass ich auch ein Kaiserlicher bin. Was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Na gut. Dann schließe ich mich mal diesen einen Aufstand an. Oh, da sind Blümchen. Blümchen! Schön. Wow, ich wundere mich, dass das hier so ruckelfrei rüberkommt. Oh. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Würde ich auch nicht kapieren. Man gewöhnt sich wohl daran. Und ich habe immer noch Blut auf meiner Kleidung. Und über meiner Hand ist auch Blut geströmt. Oh, was ist das? Wächtersteine entdeckt. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Dann nehmen wir das mal an. Ich wollte schon immer ein Krieger sein. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Wow. Ist das schön. Okay, wir gehen weiter. Da oben ist ein Bergwerk, okay. Aber da will ich erstmal nicht hoch. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Hoffentlich ist alles gut. Wenn wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Kein Problem, Alter. Kein Problem. Wölfe. Okay, das war ein bisschen seltsam. Ey, das war gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Wir können solche Wolfsfälle gut gebrauchen. Boah, gehen wir mal weiter. Richtung wo? Flusswald? Ach ja. Da müssen wir ja hin. Ja, ja. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Schön ist es hier. Das muss es sein, Flusswald. Oh Mann. Ich bin kaputt, ich bin müde. Kaputt ist gut. Mein Arm blutet. Ich bin blutüberströmt. Meine Fresse. So. Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Nö. Vielleicht nicht. Vielleicht. Hallo. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei. In der Ralof hat gesagt, ihr könnt helfen. Ralof? Woher kennt ihr ihn? Er ist ein Freund. Ein guter Freund. Wenn ihr wirklich mit Ralof befreundet seid, helfe ich euch gerne. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Ein Drache hat Helgen angegriffen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Ist aber so. Das wird erklären, was ich vorhin sah.
Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Es war ein Drache. Naja, Ralof konnte das bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Gerdur! Oh. Bruder, bei Maras Mitleid, es geht euch gut. Euer Freund hat mir von Helgen erzählt. Aber ist es für euch hier sicher? Werden die Kaiserlichen nicht nach euch suchen? Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Ihr habt recht. Folgt mir. Ich sehe gerade, die Hände sind... Ich brauche eure Hilfe. Das ist alles verbuggt. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hod, kommt bitte mal her. Hallo. Blümchen. Was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Pilze! Machen wir uns mal nachher was Leckeres. Pilzsuppe. Naja, okay. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Meint ihr wirklich, ich sollte mich einem Ulfings Schurmantel anschließen? Und ob. Man muss kein Nord sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Meint ihr, Ulfric weiß, woher die Drachen kommen? Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen. So ist es. Und mit diesem Drachen. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich nach Windhelm gehen. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Fehlt da nicht noch was? Ich warte mal einen Moment. Kaiserliche habt ihr getötet. Kennt ihr wirklich Ulfric Stormantel?